Moin und damit herzlich willkommen zurück hier bei Sons of the Forest. Da sind wir wieder hier. Noch in der komischen Bunkeranlage hier mit diesen ganzen Chill-Out-Areas und diesem ganzen Gedöns. Und diesem Nachtclub-Areal. Und ich habe mir jetzt mal gedacht, ich schau mal ganz kurz, wo ist denn jetzt diese Gitarre? Denn wir haben da hinten ja so eine Leiche auf dem Stuhl sitzen. Mit einer Gitarre im Hals. Das ist nicht die Gitarre, die wir brauchen. Sondern wir hatten einfach einen Bug. Davon ist sie nämlich jetzt. Hier ist die Gitarre. Bam. Okay, wie von Cyberpunk kann das besser. Jetzt haben wir hier wirklich eine Gitarre als Waffe. Also das heißt, wir haben hier einfach gerade nochmal kurz das Zelt aufgeschlagen und haben nochmal den Spielstand neu geladen, aus dem Hauptmenü heraus. Und jetzt können wir auch hier hin. Was ich jetzt gerade nur nicht weiß, ich hoffe, es ist nicht so, dass die Mutanten wieder gespawnt sind. Ich hoffe gerade wirklich nicht, dass die jetzt wieder alle neu gespawnt sind. Müssen wir sonst mal schauen. Ich würde gerade nochmal gerne gucken, ob wir hier noch mehr... Nee, können wir nicht. Molotow-Cocktails machen. Das können wir nicht. Und ich will mal ganz kurz schauen, wie stark ist diese Gitarre denn? Beziehungsweise, wo liegt die denn dann herum? Weil hier ist ja nichts. Ach, hier vorne. Das ist ungefähr so zur Mitte, die Schnelligkeit. Und auch die Abwehr. Der Schaden ist relativ weit unten. Vergleich mit der Axt. Okay, die hat natürlich deutlich mehr Schaden. Also die Axt, die Gitarre brauchen wir gerade nicht wirklich. Das wäre irgendwie Quatsch. Stöcke haben wir immer noch hier. Bogen ist immer noch dort. Das heißt, wir können jetzt einfach weitermachen. Na, Spiel bin ich. Jetzt geht's. Ja, und wir haben die tolle Kettensäge jetzt. Batteriebetrieben tatsächlich. Hat mich ja schon gewundert, ob wir jetzt hier irgendwo vielleicht noch... Ich weiß nicht. Noch eine Kiste. Treibstoff finden müssen oder so. Wie in Teil 1, weil da war die, glaube ich, auch benzinbetrieben. Das scheint jetzt hier dann diesmal nicht der Fall zu sein, sondern hier können wir einfach mit der Batterie betreiben. Finde ich auch witzig. Ich frage mich nur gerade, was sind das für mega geile Powerbatterien, dass man mit der eine ganze Kettensäge betreiben kann. Die klingt aber auch nicht so richtig bedrohlich, ne? Die klingt so ein bisschen nach so einem Spielzeug. Und ich weiß nicht, ob die nicht die ganze Zeit dann hier auch ein bisschen, also Strom verbraucht, ne? Wenn wir die da jetzt so im Leerlauf, sage ich jetzt mal, anhaben. So, hier lag ganz viel Geld, das nehmen wir nochmal mit. Wenn sich hier gerade die Gelegenheit bietet. Oh, noch mehr Geld. Coole Show hier, danke dir. Das nächste Mal nimmst du die Gitarre aber nicht so tief in den Mund. Nicht gesund aus. So, dann laufen wir jetzt hier lang. Ah, und hier sind die Mutanten auf jeden Fall nicht da. Hier sind wir ja auch zuletzt lang gelaufen. Haben wir ja die Tür aufgemacht und dahinter war eine ganze Meute von denen. Und unsere Axt ist interessanterweise gerade nass. Weiß nicht warum, aber sie ist es. Und irgendwie sieht die auch schmuddeliger aus, ne? Werden die Sachen nach einer Zeit dreckiger? Oder sieht das jetzt nur so aus? Jetzt muss ich trotzdem mal ganz kurz gucken. Sind die Babys denn wieder da? Nee, da haben Kinos, glaube ich, auch nichts mehr. Da gab es nämlich die Kettensäge. Das heißt, die Gegner in der Nähe sind dann wohl erstmal weg. Hier waren, glaube ich, aber auch noch welche im Gang, ne? Die sind noch da. Wohl eigentlich, ne? Habe ich noch irgendwie... Ich weiß mal, was wir mal kurz machen. Ich habe ja hier noch den Bogen, ne? Ach, das explodiert gar nicht. Ich war immer der Ansicht, dass das...
Okay, die Babys sind nervig. Oh, das lebt ja noch. Geh dahin, wo du hergekommen bist. Was? Diese Geräusche. Ach, jetzt hat er wieder das Feuerzeug in der Hand. Was macht er denn da immer? Da wechselt das irgendwie ab und zu random einfach hin und her. Ich mach gar nichts und er wechselt einfach. So, aber wir haben jetzt hier die Gitarre gefunden. Wir haben diese komische Actionkamera gefunden mit noch ein paar Hinweisen. Und noch mehr Gruselbabys. Ja, komm her. Tut, tut. Komm. Die warten auch richtig drauf, ne? Die Biester hier. Das lebt ja noch. Ach nee, das ist noch eins. Wo ist es? Ich sehe es nicht. Da ist es. Okay, jetzt geht es hier weiter und es geht dort weiter. Okay. Was ist dort? Das ist wieder so ein komischer Schleim, ne? Und hier ist wieder dieses ganze Material, das wollte ich gerade noch sagen, bevor mich hier die Viecher unterbrochen haben. Bitte geduckt laufen, ich will nicht so laut sein eigentlich. Oder ist das hier einfach ein Rundgang und wir würden jetzt da rauskommen? Boah, sieht das hier garstig aus, ey. Ich glaube, das ist ein Rundgang, ne? Ja. Okay, ist also egal, wo wir lang laufen. Ja, vor allem läuft hier immer so viel Wasser, ne? Das ist echt komisch. Ja, was wollte ich jetzt gerade eigentlich erzählen? Genau, wir haben die Actionkamera gefunden mit ein paar Hinweisen auf irgendeine Firma namens Sahara. Wozu scheinbar dieser komische weiße Typ gehört. Also der im weißen Anzug, der uns am Anfang K.O. geschlagen hat. Vielleicht waren auch es die Leute, die uns beschossen haben. Auf der Actionkamera haben wir auch gesehen, dass der hier die ganzen UFO-Sektlinge erschossen hat. Und dass Virginia wohl sehr, sehr viel Geld erben soll. Das haben wir auch festgestellt. Okay, hier speichere ich auf jeden Fall nochmal. Und Mr. Puffton, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber den Rest konnte ich nicht gut lesen. Jetzt weiß ich leider gerade nicht, wo ich die Texte nochmal finden kann. Weil das war jetzt kein Buch, das war einfach so ein Schreiben, was wir gefunden haben. Müsste ich sonst gleich vielleicht nochmal gucken. Da standen nämlich ein paar Sachen, die konnte ich irgendwie nicht entziffern. Auch weil es so dunkel war. Ich glaube, das würde ich dann nachher nochmal zu Hause ausprobieren. Oh Gott, hier geht's aber tief runter. Okay. Ja, und die haben irgendwelche komischen Artefakte hier gefunden. Diese goldfarbenen. Und irgendwie scheint das ja alles zusammenzugehören, ne? Es ist schon mysteriös hier, definitiv. Ach, guck mal, wir können hier einfach raus. Ah, okay, gut. Wie viel Mutantenrüstung habe ich noch? Das Licht ist an. Dunkel, bitte, ist das denn hier schön? Also okay, gut. Mutantenrüstung haben wir wie viel? 10. Jetzt haben wir 8, passt schon. Und wir gehen mal nach draußen. Ist gerade Tag? Oh, es ist gerade Tag. Oh, das ist schön. Aber immer noch Winter? Ach, guck mal, wir sind hier bei dem Höhleneingang, den wir vorhin gefunden hatten. Also was heißt vorhin? Vor x Stunden haben wir den gefunden. Okay, dann würde ich jetzt aber sagen, wir laufen schnell nach Hause. Ah, okay, ich höre auch schon wieder die ersten Leutchen hier, ne? Bisschen beeilen jetzt. Dass wir hier wegkommen. Was ist das hier? Komisches Loch hier, aber irgendwie ohne
Ohne Sinn und Verstand, oder? Warte mal, wir können da vielleicht mal kurz reingehen. Ist hier unten irgendwie was? Ich meine, jetzt im Winter können wir hier drauf laufen. Also, sobald es Frühling wird. Könnte glatt ein Höhleneingang sein, ne? Oder Ausgang, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, aber das Ganze hängt schon irgendwie ganz merkwürdig zusammen. Es gibt ja auch verschiedene Gruppen hier scheinbar. Es gibt die Einwohner. Es gibt die Sektenanhänger. Es gibt diese Familie Paften. Mit ihrer Firma. Es gibt scheinbar diesen Sahara-Typen. Und diese Firma. Es gibt die Mutanten. Und all das hängt irgendwie zusammen. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, wie. Ja, und wir haben noch irgendeine neue Location hier erhalten, wo wir hin sollen. Mentions B, glaube ich. Aber ich würde in dieser Folge jetzt erstmal einfach nur nach Hause laufen wollen. Dann mich hier ein bisschen wieder ausrüsten, Sachen wegpacken. Also quasi Vorbereitungen treffen. Auch wieder Essen mitnehmen und so. Damit wir dann da gewappnet sind. Bis nächste Mal. Und dann würden wir vielleicht beim nächsten Mal nochmal ein bisschen Story machen. Oder wir gehen im Süden erkunden. Eins von beiden auf jeden Fall. Vielleicht haben wir auch wieder Glück und es lässt sich wieder kombinieren. Huch. Da hat das Spiel gerade ein bisschen geruckelt. Das ist schon merkwürdig hier alles. Ich verstehe noch nicht, wie das hier alles zusammenhängt. Ach ja, was wir immer noch brauchen, sind ganz dringend Armbrustbolzen. Wir haben nicht mehr viele. Pistolenmuni ist auch fast leer. Und von der Schrotflinte fange ich gerade erstmal gar nicht an. Also wir bräuchten eigentlich auch dringend Munition. Aber die ist auch nicht so leicht zu beschaffen hier. Ach, kann das aber auch sein, dass wieder Frühling wird, wenn ich hier dieses ganze Grünzeug sehe? Das sieht schon so aufgetaut auf. Sieht schon so aufgetaut aus, das wollte ich sagen. Laufen wir jetzt hier den Bach hoch. Wobei, das ist schon kein Bach mehr, das ist schon ein Fluss, würde ich behaupten. Hier ist kalt und du bist nass. Sind wir irgendwie immer im Winter. Aber es ist auch schwierig, hier über trockenen Fußes über rüber zu kommen, ne? Aber ich glaube wirklich, wenn wir das Spiel nochmal spielen, wenn es richtig komplett rausgekommen ist, in der finalen Version, und es den Early Access Status dann nicht mehr hat, sondern eine Release-Fassung in dem Sinne, ich glaube, ich würde es sogar echt nochmal spielen. Dann aber vielleicht auch wirklich lieber bei Twitch und live. Ja, ich glaube, ich gerade eher für zu haben. Einem, weil ich dann vielleicht hier nicht diesen Ärger mit YouTube habe, dass der meine Aufnahmen hier so, oder dass die meine Aufnahmen so bescheiden reduzieren, sagen wir es mal so. Weil die Aufnahmequalität von der Datei, wenn ich das hier hochlade, die ist 1A. Du siehst fast keinen Unterschied zur Spielgrafik jetzt hier direkt auf dem Monitor. Dann lädst du es hoch und es sieht aus wie, reden wir nicht drüber, ne? Und mein minimiert geht's, ne? Oder im Kinomodus ist es auch noch okay. Nur nicht im Vollbild. Auf Handybildschirm sieht es auch noch ganz okay aus. Da sieht man das nicht so. Aber hier sind diese ganzen feinen, kleinen Blätter hier von den ganzen Büschen und so. Das wird alles zu so einer Pixelei. Das finde ich echt schade. Wir haben jetzt auch schon mal wieder ein bisschen was ausgetestet. Mit den... Oh, ist das wieder hell hier. Mit den Auflösungen. Und hoffe jetzt einfach mal, dass das Problem damit sich erledigt hat. Aber werden wir dann ja sehen, ne? So, wo muss ich denn jetzt hier hin? Ey? Boah, das ist wieder so hell hier. Das ist irgendwie unschön. Okay, wir müssen einmal komplett in den Osten hier. Ist ein weiter Weg auf jeden Fall. Hier würde ich mir echt am liebsten so eine Seilbahn bauen. Also gerade wenn wir das Spiel echt nochmal spielen sollten.
Ich würde, glaube ich, echt liebend gern dann wirklich mit diesen ganzen Seilgewehren hier so Strecken einrichten. Dass wir hier nicht so viel laufen müssen, sondern wirklich einfach nur ganz schnell so von A nach B kommen. Und ich würde, glaube ich, nochmal nachschauen, was wir vielleicht machen können, damit das hier bei solchen Schneestürmen, also Schneeverwehungen, hier nicht so dermaßen blendet. Also ich sehe hier gerade fast nichts mehr, weil das so hell ist. Also blendet wirklich. Das ist auch ein bisschen unschön. Es ist aber auch schon besser geworden, seitdem ich den Bloom ausgeschaltet habe. Also einfach dieses Leuchten, sag ich mal, von Gegenständen. Vielleicht habe ich deswegen den Eindruck, dass die Axt jetzt so dreckig ist. Dass ich da einen falschen Eindruck jetzt bekommen habe. Weil es ein bisschen so aussieht. So, Calvin ist dort vorne. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwo hier hoch. Ja, oh, da ist eine... Ah, da ist eine unsichtbare Wand. Gerade gewesen. Ich habe mich gerade erschrocken deswegen. Die sind echt Bergziege. Bergziegenmodus. Kein... Gebirge ist uns hier zu steil, wir kommen überall hoch. Und wenn nicht, dann schaffen wir es trotzdem irgendwie. Scheiß auf Tomb Raider und Co., was sie da klettern. Für Anfänger, wir sind hier die wahre Bergziege. Alter, wer sich hier so drüber jumpt, ne? Finde ich irgendwie auch immer noch doof, dass das hier so gut geht. Auf der anderen Seite finde ich es schön. Es gibt halt auch viel zu viele Spiele. Ich erinnere mich gerade an den ersten Mercenaries-Teil. Das war so ein komisches Söldnerspiel, sage ich jetzt mal, in der dritten Person. Und da konnte man zwischen drei Charakteren auswählen, musste dann irgendwie, ich glaube in Nordkorea, irgendwelche Leute da halt jagen, keine Ahnung, so relativ. Und da war die Landschaft, halt auch dort sehr hügelig und bergig. Man hatte auch ganz, ganz häufig die Probleme, dass man da nicht irgendwo nochmal hochkam. Deswegen finde ich das auf der Ebene schon ein bisschen schöner hier. Aber es ist irgendwie auch ein bisschen zu krass, ich weiß es nicht. Weil wenn ich hier auch überall so zu Fuß hochlaufen kann, wofür brauche ich das Seilgewehr per se jetzt, ne? Das hätte man vielleicht damit noch ein bisschen einbinden können, aber das ist jetzt auch jammern auf hohem Niveau. Ich sag mal so, wir sind jetzt hier noch bei Patch 6. Wenn das hier bei euch rauskommt, dann Patch 7 wahrscheinlich, vielleicht auch sogar schon Patch 8. Das weiß ich nicht, Anfang, Mitte Juli. Und, mal kurz gucken, ob wir noch auf Kurs sind. Ja, sind wir. Oh Gott, ist das hier dunkel. Ich sehe nichts. Überall diese Wolken hier. Ja, und auf jeden Fall läuft das Spiel jetzt sowieso seit knapp 60 Stunden bei mir. Noch nicht einmal abgestürzt. Und bisher auch, glaube ich, nur ein blöder Bug, ne? Einen Bug hatten wir bisher nur. Der auch wirklich schwerwiegend war. Das war ja dieser eine Bug, dass ich da irgendwie an der Hütte festhing, an so einem Regal. Und permanent gefallen bin, auch ohne zu sterben, ohne irgendwie durchzuglitschen. Der war dann in dieser Fallanimation drin und konnte sich nicht mehr raus befreien. Das war ein bisschen ärgerlich. Aber ansonsten hat das alles bisher hier wunderbar funktioniert. Auch die Optik ist sowieso großartig. Auch der Sound. Gerade in den Höhlen und in diesen Bunkeranlagen, das hat schon was. Ich finde sogar, die hätten Mutanten gefühlt weglassen können. Ich finde die manchmal doch ein bisschen nervig. Also irgendwie haben sie natürlich auch so diesen Ekelfaktor. Die waren ja schon in Teil 1 drin. Es wäre jetzt komisch, wenn die in Teil 2 fehlen würden. Aber es hat halt schon Atmosphäre zum Teil. Auch gerade wenn der Wind hier so richtig durchjagt. Nur Schneesturm ist halt bisher doof von Wettereffekten, weil alles viel zu hell ist. Also der Schnee strahlt zu sehr, den müssten sie einfach ein bisschen dunkler machen. Dass der nicht so blendet. Ansonsten, die Jahreszeitenwechsel sind ja auch ganz schön gehalten. Weil wir haben jetzt gefühlt schon sehr lange Winter, mal gucken, wann der wieder aufhört. Ja, gerade Tag, ja, 74 schon, ist auch schon recht ordentlich weit fortgeschritten hier. Ja gut, es gab noch einen Bug, genau, mit der Gitarre, ja klar, gut. Dass die halt nicht gespawnt ist, aber das konnten wir ja leicht beheben. Einfach einmal dort, wo sie ja spawnen soll, übernachten. Beziehungsweise übernachten nicht, einfach speichern, Spielstand neu laden.
dann war sie ja schon da. Und das Schöne war auch, dass die Mutanten nicht alle dort waren wieder, ne? Hatte ich auch so ein bisschen Sorge. So, und hier irgendwo wohnen wir, ne? Irgendwo hier wohnen wir. Da hinten müsste eigentlich gleich unsere Hütte kommen. Finde ich eigentlich ganz cool, dass wir die jetzt hier hingebaut haben. Also ich glaube, es ist ganz sinnvoll für dieses Spiel. Was liegt darum? Irgendwas anderes? Erst im Westen irgendwie eine Basis zu bauen, danach am Osten noch eine. Ich glaube, hier ist gefühlt mehr Storykram danach, ne? Am Ende jedenfalls. Aber so gut, ich sag mal so, eigentlich ist es auch egal am Ende des Tages. Aber ich sag mal, bei dem Spiel von der Map-Größe her, 2, 3 Basen machen da, glaube ich, fast schon Sinn. Oder eine richtig schöne große, je nachdem, wie man das halt bevorzugt. Ich sag mal so, jeder kann das ja so spielen, wie er will. Das ist vielleicht nicht so gut. Kommen wir da durch? Ja, das war doof. Ich bin hier reingesprungen. Das war jetzt ein Fehler. Oh, das ist wieder hell und komisch hier. So, und hopp, einmal rüber. So, Fische haben wir hier wieder nicht. Wir bräuchten noch mal ein paar. Gibt wieder keine. Okay. Ups. Nix Fische hier. Die Trinkflasche hätte ich gerne. Wir können natürlich hier die Fische einmal so fangen, aber das ist hier ziemlich schwierig, finde ich. Weil die halt... Komm, wir machen das anders. Weil die halt so tief im Wasser sind. Und sobald wir da hingehen, schwimmen wir und dann können wir die nicht mehr jagen. So, satt sind wir. Jetzt trinkt er auch was. Ja, sehr schön. Und dann können wir hier... Ja, komm, nochmal einen Schluck trinken. Richtig hier sitt und satt hier sein und dann nochmal auffüllen, bitte. So, das passt. Ich hätte gerne die Axt. Genau, danke. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen von diesen Steinchen, ne? Ich glaube, damit bauen wir hier noch ein bisschen was. Also ich finde die Idee, hier so eine Steinmauer zu bauen, gar nicht mal so doof. Würde ich aber vielleicht jetzt nicht direkt da dran bauen. Wobei es geht, ne? Ja, stimmt wohl. Dazwischen muss noch irgendwie einer hin. So, jetzt haben wir's. Wobei die hier weiterbauen macht, glaube ich, Sinn. Stück. Nochmal 3, dann machen wir jetzt noch ein bisschen Baufolge hier. Und packen gleich nachher noch das ganze Zeug weg, damit wir dann hier in der nächsten Folge weitermachen können. Ich glaube, Kelvin, du kriegst gleich meine Aufgabe. Und zwar kannst du uns, glaube ich, mal ein paar Loks besorgen hier. Kannst du mal wieder auffüllen. Was hältst du davon? Bauer? Nee, hol. Stämme und Behälter füllen. Kriegst du das hin, Kelvin? Er sagt, ja, ich vertraue ihm mal. Ein paar Mal hat er ein bisschen Mist gebaut, aber das angeht ihn jetzt nicht. Dass er sich nachher unwohl fühlt. Wird seine Moral auch nicht kaputt machen. Ich sag mal so, jeder Mensch macht natürlich auch mal Fehler, natürlich auch mal Kelvin. Er ist vor Fehlern hier gefeilt.
Da fehlt noch was. Sehr schön. Ich mag diese Steine irgendwie. Irgendwie kann man damit coole Sachen bauen. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Nein. Jetzt. Hier kann die Mauer gefühlt aber auch höher, ne? Wie ist der? Ist die hier zu niedrig? Das sieht nicht mehr aus wie eine Verteidigungsmauer. Also jedenfalls so ein bisschen sollte es ja was sein. Ich glaube, die mache ich echt ab hier dann höher. Wenn rüber kommen die natürlich eh, wenn die hier rüber wollen, ne? Aber wenigstens der Form halber. So ist besser. Das sieht schöner auch aus, finde ich. Können wir vielleicht auch hier auch vielleicht eine Lösung für finden, dass das hier nicht mehr so kacke aussieht. Weil die Mauer hier hinten gefällt mir gar nicht, muss ich gestehen. Überhaupt nicht. Aber ich finde diese Steine gar nicht mal so schlecht. Damit kann man doch ein paar coole Sachen machen. Noch einer. Was ein bisschen nervt, ist, dass die neu spawnen. Was irgendwie cool ist, ist, dass die neu spawnen. Das ist wirklich so ein bisschen. Wenn man hier und da jetzt so ein paar Flächen hat, wo die irgendwie jedes Mal aufs Neue rumliegen. Finde ich zum Teil nicht immer so schön. Okay, hier wächst scheinbar gerade nichts. Müssen wir gleich nochmal gucken. Und ja, auf der anderen Seite liegen auch richtig viele von denen rum, ne? Krass. Was macht er jetzt? Aufgehört? Nee. Setzt sich erstmal wieder hin. Faszinierend. So, ich glaube, der Baum, der kann weg. So, dann kommt nämlich auch keiner wieder. Also da muss man noch aufpassen, welche man wegholzt, weil wenn man die wegholzt, komplett die Stämme, den Stumpf, der dann da liegt, dann hat man halt Pech gehabt. Der Baum kommt dann nicht nochmal wieder. Der ist ja noch wirklich für immer weg. Ganz ehrlich, ich reiße jetzt diese Mauer hier ab. Und baue das hier neu. Nein, das wollte ich nicht. Obwohl, so sieht auch nicht schlecht aus, ne? Hier ein bisschen Verteidigung da drin. Die Fundamente halt, ne? Fällt gerade ein, es ist auch, glaube ich, nicht so gut, dass wir Kelvin eigentlich hier Bäume fällen lassen, ne? Soweit ich weiß, können die ja auf das Haus fallen. Das fällt mir jetzt erst ein. Nicht, dass hier nach alles kaputt geht. Ah, die Mauer habe ich ja gut gesetzt hier. Können das hier alles richtig schön machen. Nur hier vorne müssen wir gleich einen Knick machen. Geht sonst nicht mehr. Jetzt müsste hier nochmal so ein Knick hin, ne? Geht das so? Ich probiere heute mal ein bisschen was aus hier, ne? Dass ihr euch wundert. Na, da kann ich was dran bauen, aber ich kann auch hier was dran bauen. Ich würde lieber hier irgendwie was haben. Hier direkt ist doof. Aber jetzt hier auch schon so weit. Nee, das ist dann doof. Machen wir nicht. Ganz gut funktioniert gerade, wie ich wollte. Ja, die können wir ja zum rausreißen hier.
Ah, geht's noch geradeaus? Ja, ne? Hier können wir es noch geradeaus machen. Und es ist immer noch das falsche Geräusch, ne? Wenn wir die Steine da wegmachen, hat das immer noch ein Holzgeräusch, als ob wir hier Holzplanken voneinander wegnehmen. Aber gut, ich sag mal so. Ist jetzt nicht so tragisch und so schlimm. Das ist noch zu verschmerzen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die das wissen, die Entwickler, und die das dann erstmal noch beim nächsten Mal wieder ändern. Ne, da sollte es eigentlich gar nicht hin. Na so. Also ab und zu setzt er da irgendwie so einen komischen Stein schräg rein, wenn man nicht aufpasst. Der muss da aber auch nicht rein, sehen wir ja hier. Noch so einer. Ah, finde ich irgendwie schön mit der Steinmauer hier. Und dem ganzen Schnee da drauf, das hat wohl was. Aber jetzt haben wir überhaupt kein Baumaterial mehr. Schade. Auch schon vorbei hier. Naja, gut. Ist auch richtig kalt jetzt hier, ne? Und den Baum lasse ich, glaube ich, mal. So, Calvin, ich glaube, du kannst aufhören. Calvin! Hol Stöcker und... Okay, oder auch nicht. Mach mal Pause. Mach mal ein bisschen Pause für dich. Du hast gut genug gearbeitet. Hier ist alles voll. Können wir auch eigentlich noch ein drittes einfach machen, ne? Wo hatten wir das denn? Hier? Waren hier Lagermöglichkeiten? Ich glaube schon, ne? Genau, das sind doch die Lager hier. Stammlager. Upp. Und das flubbelt erstmal hier weg. Ah, dazwischen kriege ich es nicht mehr gebaut. Schade. Wäre natürlich perfekt gewesen, ne? Aber weißt du was? Wir haben ja den Platz. Dann machen wir das einfach hier hin. Machen wir da die paar Stöcker rein. Und dann können wir jetzt hier nochmal kurz selber die letzten Baumstämme reinhauen. Calvin sitzt da jetzt auch. Boah, ist das kalt hier gerade, ne? Ah, der Himmel sieht aber schön aus hier. Jetzt haben wir immer noch zwei über. Was mach ich denn damit? Passt mir auch irgendwie zu wenig rein eigentlich, ne? Nur zwei Stück sind das. Könnten das ja hier so machen. Können die hochlaufen und dann kommen wir danach. Dafür sorgen, dass man da durch kann. Hier hätte ich das gerne auch nochmal irgendwie anders. Weiß nicht, macht das vielleicht Sinn? Das könnte man machen. Bleibt mal da stehen, bitte. Danke. Jetzt hauen wir das mal hier so hin. Und hier irgendwie hin. Nee, das ist zu nah, zu weit. Nee, das passt nicht. Ach, schade, das geht nicht. Wie ich das jetzt hier gerade vorhatte. Jetzt hier so ein Tor. Aber das hält die jetzt auch nicht auf, ne? Das ist irgendwie Blödsinn. Wir nehmen das mal mit. Oh, cool, mit dem Baum da hinten. Oh, und wie das jetzt hier überleuchtet, das hat schon was. Gefällt mir. Ah, da haben wir schon so viel Feuerholz, ne? Wisst ihr was, dann stecken wir das einfach hier in den Boden. Hier ist ein bisschen schwierig auf dem Boden. Da gehen wir erstmal rein. Ist voll kalt hier. Komm rein, Calvin. Mach uns ein Feuerchen an. Ach, jetzt können wir da gar nichts sehen hier. So, ein paar Blätter.
Und noch ein bisschen Geld. Alter, über 1700 Dollar. Schmeißen wir da einfach rein hier. Da fehlen noch Steine drumherum, oder? Können wir das machen? Nee, können wir nicht. Ja gut. Dann machen wir das aus. Ich überlege gerade, ob wir das hier noch ein bisschen heller kriegen in der Bude. Also trotz der ganzen Lichter, die wir haben, ne? Einfach übelst dunkel hier. Das stört mich ein bisschen. Pflanzenkästen, Lager. Oder ist das hier mit Licht und so? Stockstrukturen. Zäune. Grundlegende Sachen. Türen, Fenster. Stufen, Balken, Dächer, Stützen, Treppen, Rampen. Verteidigungsmauern, Türschlösser, Seile, Seilbrücken. Elektrizität, Feuerholz. Ach. Virginia ist gerade hier. Schläft. Spricht im Traum, das ist ja urig. Ich wollte eigentlich hier solche Lampen bauen. Geht das gerade gar nicht? Moment, jetzt muss ich das nochmal ganz kurz ausprobieren, bevor wir uns jetzt hier hinlegen. Die Folge beenden, weil ich würde eigentlich gerne da noch so Lampen dran bauen, aber es geht nicht. Ansonsten könnten wir auch hier vielleicht nochmal was machen. Glühbirne? Können wir auch nicht machen. Doch hier. Hinter der Schädellampe. Also haben wir auch schon mal mehr Licht in der Bude. Weil ganz ehrlich, das ist so dunkel hier, ne? Das sieht doch nicht aus. So, aber ich für meinen Teil... Oh, mach die Kettensäge aus. Virginia schläft. Gute Nacht, ihr beiden. Ich würde sagen, nämlich, wir beenden jetzt auch für heute die Folge. Ein bisschen länger heute geworden. Macht hoffentlich nichts. Macht's gut. Ciao, ciao und danke, dass ihr da wart. Psst, leise sein, schlafen bald. Oh, sie sabbert im Schlaf. Hey, wir lassen die schlafen. Psst. Ja, so ist gut.